Hallo und herzlich willkommen zurück zu Disney Dreamlight Valley. In der letzten Folge haben wir hier leider aufhören müssen, weil wir brauchen einen regnerischen Tag, wenn wir hier einen Glitzerhering für Elsa fangen wollen. Ja, fangen wollen können müssen, wie auch immer. Deswegen tun wir die Angel jetzt erstmal weg und sprechen mit Goofy, damit wir mit ihm erstmal die Quest abschließen können. Wow, sieh dir alle an. Unsere Freunde machen das Sammelalbum zu etwas ganz Besonderem, nicht wahr? Oh. Hui, ich denke, es ist an der Zeit, es den anderen zu sagen, meinst du nicht? Absolut. Oh. Gut, dann überlasse ich es dir, einen schönen Platz dafür zu finden. Ich rufe alle, damit sie es sehen können. Muss man das nach draußen stellen oder kann ich das zu mir reinstellen? Achso, lege das Sammelalbum an einen Lieblingsplatz ins Dorf. Mit Dorf meint er ja alles, nehme ich mal an, ne? Ich würde sagen, da hier die Leute alle reinkommen, bauen wir das. Oh, wie groß ist das denn bitte? Da müssen wir erstmal gucken hier. Es geht zu tief rein. Wir könnten das hier reinmachen. Ich muss sowieso mal gucken. Ich hab ja eine Pinterest-Seite. Und ich habe auf dieser Seite mal geschaut. Und da gab es so viele wirklich tolle. Ach, wir können das hier machen, wenn die ins Restaurant reingehen oder so, können die sich das angucken. Und ich habe da wirklich so viele tolle. Ja, wir machen das anders. Moment. So viele. Ach so, weil das Ding jetzt da blockiert. Okay, das verstehe ich. Machen wir so. So. So viele tolle Bilder gesehen. Oh. Natürlich ist jetzt genau total dämlich das Ding im Weg. Moment, jetzt müssen wir das hier erstmal so. Das aus. Und Goofy, du stehst leicht vor den anderen. Das sieht doof aus. Ja, lass das mal sein. Oh, jetzt ist auch das Schweinchen noch dabei. Okay, jetzt habe ich natürlich die Augen so. Nein, wollen wir nicht. Ja, von mir aus dann speichern, damit man hier. Schweinchen. Ja! Jetzt hat Mickey die Augen zu. Aber egal, besser als wenn ich die Augen zu habe. Hallo Kumpel, wie wär's mit einem Plausch? Manometer, ich habe fantastische Nachbarn. Hallöchen! Donald kann es doch gar nicht fassen. Jetzt, wo wir das Sammelalbum angelegt haben, habe ich keine Angst mehr, etwas zu vergessen. Hier, warum behältst du es nicht? Ich weiß, dass du gut darauf aufpassen wirst. Ich kann nur meinen Hut vor dir ziehen, Gameplayerin. Du hast einen tollen Job gemacht. Hey, weißt du was? Ich schicke dir sogar meinen Hut. Als Dankeschön für deine Hilfe mit dem Sammelalbum. Keine Sorge, ich habe einen in Reserve. Ha. Dankeschön, Goofy. Ja, und ich glaube, ich hoffe, ich bete darum. Ja, wir haben Goofy damit auch endlich abgeschlossen. Sehr, sehr geil. Gut, Elsa, können wir jetzt leider noch nicht weitermachen. Mit ihr wollte ich eigentlich auch mal gucken, weil ich denke mal, dass sie dann auch. Da brauchen wir nur Ariel für. Ich denke mal, dass sie auch Voraussetzung sein könnte für Prinz Erik. Ich bin mir nicht sicher. Minimaus hat eine neue Aufgabe. Ach, Maui haben wir. Ach, ja. Maui ist doch, glaube ich, auf Level 8. Moment, wo ist der denn jetzt schon wieder da? Würde ich sagen, machen wir da einfach mal weiter. Ach so, ich hätte das gar nicht so dahinstellen müssen. Jetzt habe ich das sowieso drin. Ja, super. Habe ich das doch richtig verstanden? Jetzt ist der hier am Einkaufen, oder was? Moment, ich muss jetzt erstmal die Dinger hier nehmen. So.
Maui! Altes Haus, komm her, ich brauche deine Quest. Falls du Hilfe brauchst, frag einfach Maui. Das Dorf nimmt Gestalt an, dank all der coolen Sachen, die ich beigetragen habe, wie Kokosnüsse. Was tun wir als nächstes? Ich schätze, nach oben sind keine Grenzen gesetzt. Oben? Der Himmel? Ha, das ist es. Ja! Ich erinnere mich, dass Goofy immer diese fliegende Dinge hatte, das er Drachen nannte. Glaub mir, das war ein großer Hit. Okay, geh und such, was wir zum Drachenbauen brauchen, damit jeder bei der Brise Spaß haben kann. Die Brise, die ich eingefangen habe. Voll gerne. Ich bin mir ziemlich sicher, dass sie aus Holz und Faser gebaut werden. Oh, und ich besorge etwas Tinte, um sie zu bemalen. Ich denke da an mein Profil. Wer würde das nicht lieben? Gern geschehen. Okay. So. Entschuldigung, ich bräuchte deine Hilfe. Nein, danke. Wir brauchen mehr Fasern. Das kotzt mich so an. Schön, dich zu sehen. Für die Fasern müssen wir ja wieder angeln gehen. Moment, angeln. Ah, es regnet. Ah, wir müssen zur Lichtung. Es ist jetzt nicht euer Ernst. Hier unten ist was Goldenes. Was ist so? Nee, ist gar nicht golden. Aber egal, das ist was Buntes. Was machst du denn jetzt hier, Merlin? Oh, sag mir bitte, dass wir diesen Fisch jetzt fangen können. Das ist schon wieder dieser andere Mist. Moment, Moment, Moment. Das müssen wir mal eben umstellen. Ja, es tut mir leid, dass das... Das war der? Echt jetzt? Ich dachte, der sah anders aus. Okay. Ja, dann... würde ich sagen, kochen wir mal, ne? Wie geil ist das denn? Direkt beim ersten Versuch? So. Fischauflauf nach Arendelle-Art. Da ist es doch schon direkt okay. Automatisches Auffüllen. Das, das, das. Auch nichts, was wir irgendwie ändern können. Wieso steht da jetzt drin, dass ich gar keinen habe? Ich muss es nicht verstehen. Oder wahrscheinlich, weil es jetzt hier rein gemacht worden ist. Yeah. Okay, sehr schön. Stelle sicher, dass du den Gegenstand in deinem Inventar hast. Stelle sicher, dass du den Gegenstand eingelegter Hering... Willst du mich jetzt verarschen? Den habe ich ihr eben gegeben, damit sie leveln konnte. Eingelegter Hering nach Arendelle-Art. Anscheinend habe ich doch noch so einen von den... Oh, ich habe sogar 59 von den Fischen. Ach du Schande. Okay, ja dann. So. Können wir auch mal direkt nehmen. So, bringe Elsa die Gerichte. Ja, bitte. Die guckt einen immer so komisch an. Ah. Hallo, du. Vielen Dank, Gameplayerin. Die Gerichte sehen wunderbar aus. Mal sehen, wie sie schmecken. Oh, fantastisch. Das war köstlich. Die Gerichte erinnern mich sowohl an Arendelle als auch an die Freundschaft, die ich hier gefunden habe. Dieses Geräusch, das mich gerufen hat. Ich höre es wieder. Und mehr Erinnerungen kommen zu mir zurück. Bevor ich in den verzauberten Wald zurückkehrte, half ich dir, etwas zu vergraben. Eine Truhe in der Nähe der Eishöhle. Aber ich kann mich nicht daran erinnern, was drin ist. Ich denke, wir sollten sie holen gehen. Okay. Machen wir. Auch wenn ich gerade überhaupt gar keine Stimme mehr habe. Aber das machen wir. Warum laufe ich hier eigentlich gerade zu Fuß hin? Das weiß keiner. Da ist die Höhle. Lalalala. In der Nähe der Eishöhle, hat sie aber gesagt, ne? Flup. Ach, Moment. Vergraben.
sowieso Blödsinn, was ich jetzt hier gerade gemacht habe. Das ist jetzt nicht alles hier, das ist alles der eingelegte Hering. Ich glaub's nicht. Oh, jetzt erinnere ich mich. Wow. Du wolltest eine Schatzsuche veranstalten. Wir haben alle etwas Besonderes aus unserer Vergangenheit im Dorf versteckt. Anscheinend war dies, wofür ich mich entschieden habe, es zu verstecken. Meine Güte, dieser eingelegte Hering nach Arendelle-Art muss inzwischen sehr stark sein. Hier, du solltest ein Glas haben. Immerhin hast du mir geholfen, die Truhe wiederzufinden. Danke, ich kann es kaum erwarten, meins zu testen. Ich hoffe, er schmeckt dir. Oh, und bevor du gehst, ich habe über das neue lilafarbene Wappen nachgedacht. Es sieht fast genauso aus wie das, was wir zuvor gefunden haben. Ich bin sicher, dass es in ein weiteres dieser Löcher in der Wand der Eishöhle passt. Platziere das lila Wappen. Hat die mir jetzt eins gegeben? Ach so. Ach, war das auch in der Kiste oder was? Dass ich das jetzt automatisch... Nee, Moment, das war mit der Schaufel. Dass ich das jetzt automatisch... das war doch mit der Spitzhacke. Dass ich das jetzt automatisch aufgenommen hatte gerade. So. Wenn wir gerade schon mal hier sind, dann können wir auch noch mal kurz Steine holen. Okay, ich dachte jetzt eigentlich, da wäre noch mal Eisenerz drin, aber nein. Natürlich ist da kein Eisenerz drin. Da ist wenigstens ein bisschen drin. Okay, ist hier noch irgendwas Besonderes? Ich habe gelernt, dass ich das tatsächlich immer ausgraben sollte. Nicht nur wegen der Nachtscherben, sondern auch, weil da immer irgendwelche Sachen dann meistens auftauchen. Ach, das ist der Teil, wo wir noch nicht reinkommen, ja. Moment, wo war denn jetzt der Eingang zur Höhle? Bin ich jetzt doof? Hier. So. Dann versuchen wir das mal einsetzen. Was heißt versuchen? Dann werden wir das mal einsetzen. Ja, ich dachte ehrlich gesagt, jetzt passiert irgendwas. Hallo. Vielen Dank für deine Hilfe, Gameplayerin. Es ist so schön, hier ein kleines Stück Arendelle zu haben, um mich an meine Vergangenheit im Dorf zu erinnern. Wir können gerne eingelegten Hering nach Arendelle-Art miteinander teilen, wann immer du möchtest. Ich freue mich darauf, mehr vom Dorf zu erkunden. Oh. Natürlich auch, das Rätsel der Grotte zu lösen. Uns fehlen noch zwei Wappen, aber ich bin sicher, dass wir sie gemeinsam finden können. Weißt du, du hast was Magisches an dir. Das sagen viele. Okay. Wir sind jetzt so ein bisschen im Zickzack. Das heißt, wir müssen sie leveln. Das werde ich dann nachher definitiv noch machen. Wo wir natürlich jetzt gerade nicht viel von haben. So, meine Frage wäre jetzt gerade mal spontan. Wir können keine Faser so finden, ne? Wir können tatsächlich nur Faser erstellen. Dann werde ich mal nach unten gehen. Ach, Ursula ist sowieso am Schlafen. Die hätten wir eh nicht machen können, sehe ich gerade. Nee. Das ist ein bisschen viel. Aber ich gehe trotzdem mal ran. Zur Not müssen wir halt zwischendurch nochmal tauschen. Oh, ist fast voll. Nicht gut. Okay. Ich möchte keinen Fisch. Ich möchte Seetang. Das wollte ich nur schon mal vorausschicken, weil ich nämlich meistens dann, wenn ich es gar nicht gebrauchen kann, einen Fisch kriege bei solchen Aktionen. So viel Seetang habe ich auch nicht. Ich weiß wohl nicht. Ich glaube, ein Seetang hatte doch irgendwie... Ah, nein, 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 ist okay. Ein Seetang hat, glaube ich, irgendwie drei Fasern gemacht. Kann das sein? Aber wir brauchen dann trotzdem eine ganze Menge, ne?
Ich weiß jetzt auch nicht, wie viel Seetang ich generell habe. Na, ich hab's gewusst. Ich hab's gewusst, dann kriegt man wieder diesen blöden Fisch, mit dem man gar nichts anfangen kann. Und wenn man davon spricht, dann bekommt man ihn mindestens doppelt. Na, toll. Boah, ich sag schon gar nichts mehr. Also, ich würde mal sagen, ich schalte euch gleich wieder hinzu, wenn ich genug Fasern hier, beziehungsweise genug Seetang geangelt habe, damit wir Fasern herstellen können, weil sonst wird es hier ein bisschen langweilig. Nachher brauchen wir jetzt hier nur eine halbe Stunde, bis wir genug gefangen haben. Und das wäre dann auch doof. Bis gleich. Ja, das ging dann doch etwas schneller, als ich gedacht habe. Wir haben die Fasern. Achso, wir müssen erstmal drei Drachen noch herstellen. Da sind die Drachen. Okay. Zack. Falls ihr jetzt ein komisches Geräusch im Hintergrund hört, das sind unsere Nachbarn unten drunter. Die haben extremst laute Rollladen. Zeige Maui die Drachen. Da ist er doch. Der wird doch jetzt bestimmt wieder nach unten laufen, so wie ich den kenne, oder? Wenn ich übrigens gerade schon mal dabei bin und noch ein bisschen Platz habe, würde ich ehrlich gesagt auch gerne noch ein bisschen was für meine Ausdauer tun, weil ich da gleich nicht mehr zu kommen werde. Bevor ich das dann level. Wo läuft der denn jetzt hin? Hier ist jetzt nicht schon wieder eingekauft. Boah. Hat Maui irgendwie zu viel Geld oder... Maui? Hast du eine Minute Zeit? Kannst du mir sagen, wo Maui ist? Ist er wieder unsichtbar? Oder ist er gerade rausgegangen, als ich reingegangen bin? Dieser Kerl haut immer ab. Bleib doch mal stehen. Hey, du Zwerg. Hilf mir mal. Das hast du groß, gut gemacht. Oh. Jetzt bringen die Drachen einigen Dorfbewohnern. Ich habe Goofy, den alten Mann mit dem spitzen Hut und den kleinen rollenden Box Wally-E, gesagt, dass ich ihnen Drachen baue. Es wäre also toll, wenn du sie ausliefern könntest. Und vergiss nicht zu erwähnen, dass sie von mir, uns sind. Okay, bis bald. Okay, Goofy, Merlin, Wally. Ihr helft es sicher wieder am Schlafen gleich. Goofy, Merlin, Wally. Merlin, hallo. Ich kann in die Zukunft sehen, also weiß ich, dass du mit mir reden solltest. Du bist hier, schön, denn uns bleibt nicht viel Zeit. Was haben wir denn hier? Ein Geschenk? Aha, ein Drachen. Weißt du, das ist einer der frühesten Hinweise auf unseren Wunsch zu fliegen. Und ein wunderbares Lehrmittel für eine Vielzahl von Physikkonzepten. Was für ein Spaß. Danke, Gameplayerin. Und jetzt hinfort mit dir. Naja. Goofy ist zu Hause. Das ist gut und schlecht. Das ist gut, weil es in der Nähe ist. Und das ist wahrscheinlich, oder vielleicht schlecht, weil er dann eventuell bald schlafen gehen möchte. Hi. Hallo, Kumpel. Hui, ein Drache? Für mich? So ein geniales Geschenk. Ich habe nach einem Drachen gesucht. Jetzt kann ich ihn dafür benutzen, meine anderen Drachen aus dem Baum zu lösen. Oh. Danke, Freundin. Ja. Müssen wir da jetzt mehr zu sagen? Ich glaube nicht. Wally. Süßer kleiner Roboter, bleib mal stehen. Bitteschön. Sie freut sich ja immer wie dolle darüber, ne? Hier ist ein Drachen. Oh. Oh. Wally. Weißt du, wie man ihn fliegen lässt? Schön, dass es dir gefällt. Mhm. Kehre zu Maui zurück. Wehe, der Kerl geht jetzt schlafen, bevor ich das hier abschließen kann. Dann raste ich hier aus. Okay, er ist hier oben. Falls du Hilfe brauchst, frag einfach Maui. Oh, oh, Maui, hau ab. Ich muss schnell die Kokosnüsse holen. Wollte die doch eigentlich nur, weil ich eh schon hier war.
Haben sich alle über ihre Geschenke gefreut? Was sage ich da? Natürlich haben sie das. Sie sind ja auch von mir. Maui, Halbgott des Windes und des Meeres, Spender von Drachen. Alles an einem Tag. Hey, du hast mir einen Gefallen getan, Kumpelchen. Ich danke dir. Oh, mir ist noch etwas über die Insel eingefallen. Es gab noch mehr. Vor allem der direkt vor der Küste, hinter der Insel mit dem Totenkopf aus Felsen, war größer als jetzt. Ich erinnere mich auch, dass es auf dieser Insel einmal Wichtiges gab, aber ich weiß nicht mehr genau, was es war. Wir sollten uns das ansehen. Inseln aus dem Meer zu ziehen, ist einer meiner größten Erfolge. Folge mir, ich zeige dir, wovon ich spreche. Okay, bis bald. Folge mir, okay, bis bald. Ich kann jetzt nur nichts mehr aufheben, das wird noch problematisch werden, glaube ich. Lalalalalalalala. Endlich, Maui. Ich wollte schon die ganze Zeit in diesen Felsen rein. Ja, mach, los. Mal hin, ne? Steht er da drumrum? Hallo, Maui. Heute noch. Maui hat immer Zeit für seine Fans. Okay, dort war die Insel. Also, einmal. Oh. Es gibt definitiv noch etwas auf dem Grund des Ozeans. Hm. Versuche es herauszufischen. Du bist dein wirklich Ernst? Der Knüllerzwerg. Dein Ernst? Was soll ich denn jetzt da herausfischen, bitte? Will ich das wissen? Das ist ein Fisch. Ja, toll. Oh. Muss ich da fischen, wo nichts ist? Muss ich hier fischen? Keine Ahnung. Und was ist denn das? Kalkstein. Okay. Und nun? Hey, wieso hat das so lange gedauert? Es war also etwas da unten. Aber was ist das? Okay, das kommt mir seltsam bekannt vor. Ich weiß nicht mehr genau, was das ist, aber es muss wichtig sein. Ich werde versuchen, es herauszufinden. Wenn ich es schaffe, lasse ich es dich wissen. Ja! So, das heißt, dass wir ihn jetzt nochmal leveln müssen, so wie es aussieht. Du bist hier. Gut. Wir müssen weiter. Ja, ich habe eine Frage. Ich habe gesehen, dass du einen magischen Angelhaken bestaunt hast. Schön, nicht wahr? Er ist beeindruckend. Äußerst beeindruckend. Ich bin der Einzige, der einen hat. Es ist ein exklusiver Club. Einziges Mitglied Maui. Danke, Zwerg. So, dann... Ich habe etwas für ihn. Können wir ja nicht. Lass uns abhängen. Ich nehme ihn nämlich jetzt mit. Und das buddeln wir nochmal kurz aus. Ich hoffe. Ja, es ist etwas, was wir gebrauchen können. Und wofür wir noch Platz haben. Also, ich werde meinen Platz erstmal ein wenig aufräumen. Dann werde ich nebenbei Maui noch ein bisschen leveln. Und ich glaube, es war Anna, die ich als nächstes noch leveln konnte. Und ja, würde ich sagen, dass wir die Folge heute mal ein bisschen kürzer machen als sonst. Damit das Tim... Ach, wie süß das Schweinchen ist hier am Schwimmen. Ja, du, dich meine ich. Damit das Thema halt so ein bisschen zusammenhängend ist. Ich weiß, heute war es ein bisschen chaotisch und dann, ich weiß gar nicht mal, was wir alles drin hatten. Ich glaube, dann Anna und dann Maui. Nee, Anna war, glaube ich, nicht mehr drin, sondern Goofy war drin, ne? Ich weiß es schon gar nicht mehr. Alles ist hier so durcheinander. Aber ich meine, es war Goofy am Anfang. Das ist dann der Nachteil, wenn man mehrere Folgen hintereinander aufnimmt. Man weiß gerade gar nicht, wo man dran ist. Also, ich bedanke mich erstmal fürs Zuschauen und hoffe, wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dann! Ciao!